Verrückten und herzlich willkommen hier zu einem neuen Spielmodus auf dem GommaHD.net Server und zum 22. Türchen des Minecraft Adventskalenders. Wir spielen Cores. Ja, es ist etwas Neues und zwar müssen wir unsere Cores beschützen. Und zwar haben wir einmal den Front Core und den Back Core, genauso wie das andere Team. Das hat auch Front und Back Core und die müssen beschützt werden. Ja, die müssen beschützt werden. Wie man sehen kann, hier kann man verzaubern. Ich spiele die Map jetzt gerade zum ersten Mal. Ich muss mal eben kurz die Eisenblöcke finden. Ich denke mal, die sind hier irgendwo hier hinter uns oder so. Da ich bin gerade echt ein bisschen verplant. Ja, auf jeden Fall müssen wir unsere Cores beschützen und die gegnerischen Cores natürlich zerstören. Ganz einfaches Prinzip. Ganz, ganz, ganz verrückt. Und hier ist ein Core. Okay, den haben wir schon mal gefunden. Wo jetzt hier genau das Eisen ist, weiß ich auch nicht so genau. Aber ist ja nicht so schlimm. Da ist es. Aha! Aha, aha. Aha, hier ist es. Okay, alles klar. Ich hab's gefunden. So, und wir sind im roten Team. Und ja, deswegen, wir verteidigen hier natürlich erstmal hart unsere Base. Und ja, ihr könnt ja mal reinschreiben, der Spielmodus ist ja schon ein paar Tage länger draußen. Oder ist, glaube ich, vor 2 Tagen oder gestern irgendwie released worden. Könnt ihr mal reinschreiben, wie ihr den Spielmodus denn so findet, weil ich finde ihn, muss ich sagen, relativ schnieke. Ist ein relativ nicer Spielmodus. Kann man auf jeden Fall schön zocken. So, okay, den nehmen wir jetzt so. Dann machen wir uns noch ein schönes, gediegenes Eisenschwert. So, und dann tauschen wir mal eben kurz unsere Rüstung ein gegen die dicke Eisenrüstung. Und dann kann es losgehen. So, okay, wir haben hier schicke Eisenrüstung. Sehr nice. Und dann gehen wir jetzt mal rüber und gucken mal, ob wir unseren Core hier zerstören können. Ihr müsst übrigens mal reinschreiben, findet ihr das cool hier, wenn ich hier ein bisschen mit dem Shader spiele oder nicht oder was oder wie auch immer. Beziehungsweise wir müssen den Core natürlich von den Gegnern zerstören. Das ist relativ schwierig, weil da sind natürlich schon welche hier hart am Beschützen, vor allem er hier. Er hier ist hart am Beschützen. So, okay, warte mal. Den wrecken wir jetzt nochmal easy. So, okay, und ihn hier? Ihn vielleicht auch? Nein, schade. Okay, jetzt ist unser Eisen-Equipment natürlich weg. Okay, er hatte noch 3,5 Herzen. Nice, jetzt müssen wir uns neues Eisen-Equipment snacken, mal eben ganz kurz. So, und dann kann es weitergehen. So, und zwar bauen wir hier, haben wir hier noch irgendwas? Nee, leider nicht. Deswegen bauen wir hier jetzt, ich habe noch gar nicht rausgefunden, wie viel wir brauchen. Ich glaube, 3 reichen sogar schon, wenn ich mich nicht komplett irre, für eine komplette Rüstung aus, glaube ich. Kann das sein? Kann das sein? Und sogar schon ein Schwert. Ja, nice. Okay, reicht sogar. Okay, 3 hatte ich jetzt 3? Nee, ich hatte, glaube ich, 3, ne? 3 Stück hatte ich, glaube ich. 3 Stück reichen also für die komplette Rüstung. Und so, zack, jetzt schmeißen wir den ganzen Kram mal weg. So, okay, und dann gehen wir mal rüber da in die andere Base. Jetzt ist die Frage, ob wir jetzt erst probieren, den ersten Core, hier den Front Core zu zerstören oder den Back Core direkt probieren. Wäre ja gar nicht mal so eine schlechte Idee hier, direkt den anderen Core zu probieren zu zerstören. Wir müssen aber noch ein Stückchen weiter laufen. Ist der erste Core schon weg oder was? Wo sind denn die ganzen... Ach, da, warte mal, wo ist denn der Front Core? Ist der hier? Der ist hier drunter, ne? Da ist er doch. Der ist doch noch nicht kaputt. Der Schein fehlte nur. Der Schein trübt. Oh Gott, er kommt hier wieder. Okay. Das heißt, ich habe gerade jemanden gesehen, der sich hier so eingekapselt hat und dann einfach diesen Core ganz genüsslich abgebaut hat. So machen wir das jetzt auch einfach. Und wir machen dann einfach ein bisschen so und gucken einfach, dass sich hier keiner so schnell... Yo! Zerstörer! Nice! Ach du Scheiße, ich sehe nichts mehr. Hilfe! Hilfe, wieso sehe ich nichts mehr? Ach so, weil ich runtergefallen bin, hier in so ein Loch rein. Ach du Scheiße, ey. Ja, nice, da haben wir mal eben kurz den ersten, Core hier schon mal abgebaut. Das heißt, relativ nice auf jeden Fall. Und dann gehen wir mal weiter direkt rüber zum nächsten Core. Ist das hier schon der Backcore? Ach nee.
den darf er ja gar nicht abbauen, das ist ja unser Chor. Jetzt bin ich gerade aus Versehen bei dem falschen Typen mit rüber gerannt. Das tut mir sehr, sehr leid. Was ist mit dem da oben? Ist das einer von uns oder ist das... Warte mal, welches Team bin ich denn überhaupt? Ich bin Team Rot, oder? Ja, ich bin Team Rot. Dann ist der da oben doch ein Gegner. Naja, okay, gut, egal, komm. Wir laufen jetzt einfach mal einmal kurz rüber. So, und dann snacken wir uns den nächsten Chor. Wir wollen ja mal hier mal gucken, dass wir hier relativ schnell zum Ziel kommen. Ja, schnellste Runde ever wollen wir ja hier mal eben ganz kurzfristig machen. Ja, die schnellste Runde Course ever. Wer kennt sie nicht? Oh Gott. Ach du Scheiße, ja nice. Bin ich mal eben kurzfristig gestorben. Schade. So. Er hier ist sich hart am Gönnen. Der macht sich da die krasseste Rüstung. Ich hätte vielleicht meine Rüstung mal enchanten sollen. Das mache ich jetzt auch mal. So, ich gönne mir jetzt mal eben wieder drei Dinger hier. So, aber wir haben schon mal den ersten Chor zerstört, Leute. Ey, das ist gar nicht mal so schlecht. Muss man jetzt mal zugeben. Ja, für meine erste Runde Chors hier bin ich eigentlich gerade relativ stolz auf mich, dass ich überhaupt irgendwas auf die Kette gekriegt habe. Weil, ja, ist schon, finde ich, ne, ein anspruchsvoller Spielmodus, muss man einfach mal sagen. So, okay, zack, dann jetzt ganz schnell hier rüber und dann verzaubern wir mal eben ganz schnell unseren Stuff und dann kann es losgehen. So, okay, so, ach so, das ist schon wieder zu viel. So, zack, 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 da, 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 hex, 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 hex. So. Okay, noch ein bisschen mehr. Ja, 15 Level haben wir. So, ich gebe mir einfach mal hier die ganze Bullen. So, zack. Und dann nehmen wir den Brustpanzer zur Hand und hauen einfach drauf. Schutz 1, Haltbarkeit 1. So, okay. Ach du Scheiße, jetzt hat sich das hier nicht nachgeführt. Ach so, man muss es immer wieder aufmachen, einmal neu. Damit man Neues bekommt da. Okay, Explosionsschutz, na toll. Schutz 1, okay. Ja, geht, würde ich mal sagen. So, dann hauen wir unser Schwert natürlich da auch noch rein. Schärfe 1 haben wir. Können wir uns rein theoretisch... Ach, jo, wahrscheinlich. Einfach ein Dias ohne Ende da sich gegönnt. Okay, wir machen uns mal einen kurzen Dias-Schwert, würde ich mal sagen. So, leicht halt. So ein kleines Dias-Schwert ist ja schon mal was Schickes, ja. Wir nehmen uns... wo ist denn hier unsere... Dinger, die haben wir irgendwie verlegt, deswegen machen wir einfach mal eben kurz so, zack, und dann gönnen wir uns mal eben kurz ein Diaschwert mit Schärfe 1 und Haltbarkeit. Jo, geil, ach, unseren Bogen können wir noch verzaubern, ne, den Bogen auf Stärke 1, so, und dann haben wir ein relativ gutes Equipment, würde ich mal sagen, ja, relativ gut auf jeden Fall. Ich wollte jetzt nicht unbedingt das Dia-Equipment hier mehr snacken, aber wir haben schon gut vorgelegt. Vor allem, ich glaube, wir haben alle Dias einfach nur gesnackt. Was ja eigentlich auch gar nicht mal so schlecht ist. Weil hier in der Mitte gibt es natürlich Dia-Cores. Beziehungsweise halt Dia-Blöcke. Zum Klauen. Beziehungsweise halt zum Nehmen. Ja, die man halt mitnehmen sollte. So, dann gucken wir mal hier bei der gegnerischen Base, was denn da so abgeht. Also sind schon ein paar aus unserem Team hier am Durchrushen, würde ich es mal nennen. So. Und ich rush dann doch auch nochmal nach oben und beziehungsweise rush durch und snack hier ein paar Leute. Achso, ich kann hier in der Spawn Protection die Leute nicht töten, oder was? Ja, okay, hier ist er wieder. So, da haben wir einen Kill. Kill, ja, nice, einen Kill. So, da haben wir jemanden gekillt. So, okay, da kommt der Typ hier wieder. So, da snacken wir uns den mal. So, okay, kann ich hier was zubauen? Ja, hier kann ich sogar zubauen. Das ist doch gar nicht mal so schlecht. Okay, mehr kann ich hier jetzt gerade nicht machen, außer ein bisschen zubauen, damit die Leute nicht direkt hier durchfeiern. Das ist gar nicht mal so schlecht. So, dass man da einfach einbauen kann am Spawn. Und dann gehen wir doch mal nach oben und probieren den Chor mal einfach zu klatschen. Okay, da probiert schon jemand anders den Chor zu klatschen. Das ist ja das Ziel. Wir halten deswegen hier einfach mal die Leute von ihrem Ziel ab, quasi von ihrem Willen. Alter, ich habe einfach 8 Kills. So nice, ey. Kann man mal sagen, ey. Ist gar nicht mal so. Ja, er steht natürlich in seiner Spawn Protection und er kann mich töten? Was? Was? Hä? Alter, was? Was? Yo! Wir haben einfach gewonnen die Runde. Bester Mann und ohne Probleme haben wir noch gekriegt. GG. Nice round. Ich würde sagen, das war die erste Runde Course, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Dieser Spielmodus ist ein bisschen verrückt, muss man einfach mal sagen. Wir haben auf jeden Fall gewonnen.
Wenn ihr mehr sehen wollt, like und ja, wir sehen uns dann vielleicht später noch zu einem Yippie-Yay, endlich Ferien-Livestream oder wie auch immer. Also macht's gut und schaut deswegen auch schon mal bei Twitch vorbei, twitch.tv/fuchsip unten in der Videobeschreibung verlinkt.